Hi, in diesem Video reden wir über das Mac Studio und wir konfigurieren es gleich mal am PC durch. Dabei reden wir darüber, welche Ausstattung für euch die optimalste ist, wo man vielleicht Geld sparen kann und wo man vielleicht aufpassen muss, weil sich ein Update nicht unbedingt lohnt. Als erstes reden wir aber auch darüber, ob sich ein Mac Studio überhaupt lohnt. Also bleibt dabei, um alles zu wissen, was vielleicht Apple uns in der Keynote nicht über den Mac Studio gesagt hat. Viel Spaß! Also als erstes ist die Frage, braucht man ein Mac Studio oder reicht vielleicht ein Mac Mini auch schon aus? Gerade weil wir auch davon ausgehen, dass es bald nochmal einen überarbeiteten Mac Mini gibt, der zwar gleich aussieht, aber dann auch einen M1 Pro drin verbaut hat. So gibt es in diesem kleinen kompakten Gehäuse dann entweder den M1 oder M1 Pro und in diesem höheren, größeren Mac Studio Gehäuse gibt es dann den M1 Max und den M1 Ultra. Wartet also vielleicht ab, wenn ihr denkt, das würde auch schon reichen. An dieser Stelle kann ich auch direkt sagen, wann lohnt es sich, den M1 lieber zu holen und wann zum Beispiel ein M1 Max. Wenn ihr nur einfache Videos schneidet für YouTube etc., dann wird euch ein M1 wirklich reichen und der M1 Max wird euch kaum Mehrwert bieten. Wenn ihr wirklich professionell arbeitet und mit hochwertigen Kameras filmt, die große Dateien abspeichern, die ein M1 einfach nicht mehr handeln kann, dann macht ihr entweder beim M1 Proxys und der kommt damit klar und lasst den PC am Anfang was rödeln, bevor er dann anfängt zu schneiden. Oder ihr holt euch dann eben ein M1 Max oder M1 Pro. Dabei hat der M1 Max nochmal die doppelte Leistung, gerade was Videoschnitt angeht, im Vergleich zum M1 Pro, weil hier nochmal die doppelte Anzahl von Video-Encodern verbaut ist. Beim M1 Ultra haben wir nochmal das Doppelte von dem, was wir beim M1 Max haben. Darauf gehen wir aber gleich ein. So. Das heißt, ich hätte so ein bisschen mal den Einblick, wann sich vielleicht ein M1 Max mehr lohnt als ein M1 Pro oder normaler M1. Darum soll es aber eigentlich gar nicht in diesem Video gehen. Ich wollte das nur vorweg sagen, damit man so ungefähr vielleicht doch abschätzen kann, ob sich der Aufpreis zum Mac Studio überhaupt lohnt. Kommen wir jetzt aber endlich zum Mac Studio und klicken hier einfach mal auf Jetzt bestellen. Also hier kriegen wir jetzt zwei Auswahlmöglichkeiten. Und zwar können wir einmal über den linken Weg gehen und hier den M1 Max als Basis auswählen und über den rechten Weg und den M1 Ultra als Basis auswählen. Letztendlich können wir aber auch, selbst wenn wir links klicken, dasselbe Gerät ausrüsten wie rechts. Andersrum jedoch nicht. Das heißt, wenn wir links klicken, kriegen wir als Minimum 512 GB SSD internen Speicher und wenn wir rechts klicken, dann ist das Minimum 1 TB. Wenn man sich also Geld sparen möchte, kann man hier natürlich abspecken und sollte immer über die linke Seite gehen. Und reden wir auch mal direkt über den Speicher. Wir kriegen nämlich zum Beispiel von SanDisk externe SSDs mit auch 4 TB für die Hälfte des Preises als das, was Apple sich hier verlangt. Und gerade bei einem Stand-PC wie dem Mac Studio kann man den einfach hinten anschließen, runterbaumeln lassen und fertig. Kommen wir jetzt aber zu den Prozessoren. Hier gibt es nämlich 4 verschiedene. Einmal den M1 Max mit mehr oder weniger GPU-Kern und den M1 Ultra mit wieder mehr oder weniger GPU-Kern. Gucken wir uns erstmal den M1 Max an. Dieser hat nämlich tatsächlich einen kleinen Unterschied zum MacBook Pro, der nirgendwo steht. Wir können jedoch davon ausgehen, dass im Mac Studio der M1 Max ein bisschen mehr Power bekommt und deswegen ein bisschen schneller takten kann. Das bedeutet, wir werden minimal mehr Leistung aus einem Mac Studio rauskitzeln können als aus einem MacBook Pro. Genau diesen Vergleich mit den Basisprozessoren in beiden Geräten werden wir aber noch machen. Das heißt, ich habe hier ein MacBook Pro mit dem M1 Max und den weniger Grafikkern stehen und genau diese Ausstattung haben wir auch beim Mac Studio bestellt und werden deswegen, sobald er da ist, da nochmal genauere Tests machen. Gucken wir jetzt aber weiter, denn wenn wir mehr Grafikkerne dazu nehmen, ändert sich erstmal gar nichts, nur wir haben halt minimal mehr Grafikpower. Und da ist die Frage, ob wir das wirklich brauchen und das musst du beantworten. Wenn du nur Videos schneidest, ist das total egal für dich. Wenn du jetzt wirklich im 3D-Rendering drin bist und einfach weißt, ich brauche möglichst viel Grafikpower, na, dann nimm dir halt dieses Upgrade. Wäre logisch. Gucken wir jetzt weiter, wenn wir zum M1 Ultra upgraden, denn da passiert direkt eine ganze Menge. Zum einen ändern sich hier, und das sieht man auch hier oben, direkt die Anzahl an Thunderbolt-Anschlüssen. Denn vorher waren vorne nur 2 USB 3.1 Gen 2 Anschlüsse. Mit dem M1 Ultra sind das 2 Thunderbolt 4 Anschlüsse geworden. Aber noch etwas ändert sich, was man so gar nicht so schnell bemerkt. Und zwar das Gewicht. Wir haben nämlich 900 Gramm mehr, sobald wir den M1 Ultra ausrüsten. Und dieses Gewicht ist nicht etwa der Prozessor, sondern die Kühlung. Im Grunde soll das Kühlsystem dabei das gleiche sein, jedoch wurde auf ein anderes Material gesetzt. So ist die Kühlung beim M1 Ultra aus Kupfer.
soll hoffentlich dann nochmal für eine bessere Kühlleistung sorgen, obwohl der Aufbau halt im Grunde derselbe ist, müssen wir dann aber auch rausfinden, sobald das Gerät wirklich ausgeliefert wurde. Alles, was der M1 Max kann, kann der M1 Ultra doppelt so schnell. Wir haben die doppelte Anzahl an Kernen in der CPU, doppelte Anzahl an Kernen in der GPU, doppelte Anzahl an Encodern für Video-Editing und allgemein die Neural Engine wurde hier auch alles einfach doppelt angelegt. Ich denke, ihr versteht, worum es geht. Also wir zahlen hier wirklich rein für die doppelte Leistung diesen Aufpreis. Wobei nicht nur dafür, denn sobald wir hier auf den M1 Ultra gewechselt haben, hat sich noch etwas geswitcht, und zwar die minimal und maximal ausrüstbare Anzahl an RAM. Beim M1 Max konnte man entweder 32 GB oder 64 GB auswählen, beim M1 Ultra sind es dann 64 oder 128 GB. Und da würde ich dir tatsächlich raten, wenn du nicht ganz genau weißt, du brauchst das, nimm dir weniger RAM. Und was heißt jetzt, wenn du ganz genau weißt, du brauchst das, wenn du jetzt zum Beispiel von einem Intel-Rechner wechselst, der auch 64 GB RAM hatte, dann heißt das nicht, dass du jetzt mit deinem neuen Mac Studio auch 64 GB RAM brauchst. Der RAM ist hier nämlich super effizient und ein geteilter RAM zwischen Grafikkarte und CPU. Gleichzeitig wird auch die extrem schnelle SSD genutzt, um Inhalte aus dem RAM zwischenzuspeichern. Also Apple hat ein super intelligentes RAM-Management-System hier aufgebaut, weshalb du einfach nicht so viel brauchst. Kommst du jetzt also von einem M1 Mac Mini, dann wirst du wahrscheinlich wissen, ob du das brauchst oder nicht. Aber kommst du von einem Intel-Gerät, mach dich da erstmal genau schlau und nimm dir lieber einfach die geringere Anzahl an RAM. Denn 128 GB sind schon wirklich übertrieben. Machen wir auch hier wieder weiter, wir können nämlich wieder mehr Grafikkerne auswählen. Dabei muss man aber auch wieder sagen, dass wie beim MacBook Pro der M1 Max nicht die volle Wattanzahl bekommen hat, hier auch der Mac Studio wahrscheinlich nicht die volle Wattanzahl für den voll ausgestatteten M1 Ultra kriegen wird. Das bedeutet, wir kriegen nicht einfach dieses 100%ige ganz genau aufskalieren, sondern werden hier ein paar Prozentpunkte verlieren bei exakten Benchmarks. Das Einzige, was man jetzt noch dazu konfigurieren kann, ist Final Cut, aber da kriegt man als Student das Ganze viel billiger. Da würde ich einfach mal an anderer Stelle gucken. Und was auch noch natürlich möglich ist, ist einen Monitor dazu zu kaufen. Da gibt es natürlich den Mac Studio, aber es gibt auch alternative Monitore wie den Huawei Mate View, den ich euch in Zukunft bei einem Setup Guide vorstellen werde, sobald der Mac Studio hier auch eingetroffen ist. Genauso wie es dann auch nochmal ein vollständiges Review gibt. Also abonniert den Kanal, um die Videos auf keinen Fall zu verpassen und dann sehen wir uns dann wieder. Ciao!